Wir probieren heute unser teuerste Kart im TCG-Shop für 1 Million $ zu verkaufen. Ob wir das am Ende geschafft haben und was passiert ist, ihr werdet es niemals glauben, Leute. Ihr dürft die Folge nicht verpassen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind zurück im TCG-Shop-Simulator und ich will heute eine Karte für 1 Million $ verkaufen. Und wie ich das machen werde, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, wir haben ja hier schon, guck mal hier, wir machen ja hier regelmäßig unsere Booster-Packs auf, Leute. Hier, ich mache mal jetzt gerade ein Booster-Pack auf. Direkt zum Start der Folge. Ich hoffe, dass wir vielleicht was Gutes ziehen. Komm, bitte, guter Kartenwert jetzt hier. Ich will jetzt hier nochmal eine schöne One-of-One-Leute-Full-Art haben. Okay. War leider nichts gewesen. Komm, zweites Pack. Dass wir einfach ein gutes... Dass wir einfach ein gutes Feeling haben, Leute. Gutes Feeling. Muss sein. 2 Doppel-Gold-Karten und... Triple-Gold. Das war ein Gold-Pack. Das war ein Gold-Pack. Leute, wie krass ist das Pack, bitte? 3 Gold-Karten und eine Rainbow-Karte. Wert ist 25 Euro. War jetzt nicht so teuer gewesen. Ich zeige euch... Ey, es läuft gerade schon wieder. Es läuft gerade schon wieder. Ich sag euch, wir werden aber heute noch eine seltenere Karte ziehen. Wir werden heute wahrscheinlich wieder eine 3.000 bis 4.000 Dollar Karte ziehen. Und wie wir das machen, werde ich euch auch zeigen. So, wir müssen mal kurz abkassieren hier. Kurz die Kohle hier einmal hier. Dankeschön. Oh, der Laden ist schon wieder voll. Hier wird gerade ordentlich was gekauft. So, 30 Dollar einmal für die junge Dame hier. Junge, einige Deckboxen hier. Oh, 90 Dollar, Freunde. Der Shop, der läuft. Und das teuerste Kuscheltier im ganzen Laden. 85 Dollar. Danke, der Herr. Beehren Sie uns. Oh, warte mal. Beehren Sie uns bald wieder. Einmal 15 Dollar zurück. Und hier haben wir auch nochmal mit 2 Kuscheltieren. 152 Dollar. Also, das nenne ich auf jeden Fall einen... Danke, Stammkunde. Warte mal, was ist da draußen los, Leute? Was ist denn hier los? Kollege? King Crimex. An den Geldschalter, aber ran hier. Zackig. Jedenfalls die teuerste Karte ist dieses Pokémon, was wir gerade haben hier. Warte mal, wir müssen das mal kurz hier Karte einmal rausnehmen. Wir gucken uns die einmal an. Ihr seht hier auch einmal hier dieses komplette Holo-Bild. Ey, das ist einfach eine Full-Art-Karte und es ist von diesem Tetramon, also das heißt ja nicht Pokémon, sondern Tetramon, die seltenste Karte. Also es ist wirklich, das ist das Nonplusultra, was man aus diesem Simulator ziehen kann. Es ist zwar nicht die teuerste Karte, weil das Pokémon nicht so beliebt ist, aber es ist schon eine geisteskranke Karte. Und aktuell ist nämlich meine Taktik, ich zeige euch das mal gerade, guck mal hier. Wir haben ja gerade, die Karte bieten wir für 5.000 Dollar an. Der aktuelle Marktpreis ist bei 1.200 Dollar. Und ich guck mal gerade kurz auf die Preisentwicklung. Und zwar der TCG-Preis der Karten steigt oder sinkt, kommt drauf an, was wir gerade für Turniere veranstalten. Und hier ist nämlich, guck mal hier, das ist das nämlich, Nanomite heißt das Teil nämlich. Und ich bin nämlich, nein, die Karte ist gesunken, Leute. Das ist schlecht. Ihr seht, der Preis der Karte war schon mal auf 1.314 Dollar gewesen. Und mein Ziel ist es, den Preis zu erhöhen. Die Karte soll explodieren und dafür haben wir jetzt nämlich Folgendes gemacht, ich zeige euch das einmal. Wir haben ja hier diese Turniere, die wir veranstalten und ich habe jetzt nämlich gerade die Turniere auf Erdbrecher geändert. Und zwar, da können nämlich Erdelementkarten, nämlich der Nanomite ist ein Erdelement, können am Kartenpreis steigen. Und jetzt haben wir hier nämlich den ganzen Tag diese Turniere am Laufen und dadurch werden alle Erdkarten steigen. Und ich bin gespannt, Leute, wie hoch wir diese Karte hier bekommen werden. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Karte für mindestens 3.000 bis 4.000 Dollar zu verkaufen. Aber eigentlich ist mein Ziel auch eine viel seltenere Karte, nämlich zu ziehen. Und zwar, wenn wir jetzt mal kurz gucken bei TCG-Preise, gehen wir mal kurz bei Karten rein. Und zwar guckt euch zum Beispiel die Karte einmal an. Das ist die Pygmy Full Art. Das ist aber nicht mal die seltenste Karte. Die hat aktuell einen Preis von 3.200 Dollar. Sieht extrem nice meiner Meinung nach aus. Und mein Ziel ist ja sowieso, alle Full-Art-Karten irgendwie zu kriegen. Und ich habe eine sehr krasse Taktik herausgefunden, auch schon in der letzten Folge. Ich muss mal kurz hier, einmal kurz hier, die stinkst ein bisschen. So, ich muss einmal die Taktik nochmal wiederholen, weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Nonplusultra. Und zwar, wir holen uns jetzt ein komplettes Case. Also, hier sind richtig viele Booster-Packs drin. Und das kaufe ich mir jetzt mal. So, das haben wir uns jetzt mal gekauft. Oh, warte mal. Nee, haben wir uns nicht gekauft, Leute. Wir müssen hier noch natürlich die Bestellung abschließen mit Lieferkosten. Und da ist das Paket. Und nämlich, es soll nämlich so sein. Deswegen haben wir nämlich auch unsere eine seltene Karte gezogen. Und zwar in diesen. Nein, warte mal, das war das falsche Pack. Warte mal. Ich muss ein einzelnes. Warte mal, das war das falsche Pack. Ich bin lost, Leute. Das war das falsche Pack. Und zwar, ich muss ein Case hiervon bestellen. Zwei hiervon, Leute.
Das war das komplett falsche Pack gewesen. So, jetzt sollte es da sein. Sehr gut, jetzt machen wir das Ganze mal auf hier. So, und in diesem Case soll es immer eine Full Art geben. Und ich glaube, die letzte Full Art hatten wir da auch rausgezogen. Beziehungsweise das letzte Mal, als wir die Karten geöffnet haben, hatten wir mindestens eine 500-Dollar-Karte gehabt. Deswegen machen wir heute mal Trick 70, Leute. Wir machen das gleiche nochmal. Und ich hoffe, dass, weil es soll in ein Case, es ist eigentlich immer so, Leute, im ein Case eine Nein! Ich muss den Laden zumachen. Oh, nee. Nee, Leute, wir müssen den Laden zumachen, unbedingt. Weil das Problem ist, wenn jetzt Kunden von den Karten was kaufen, könnte es sein, dass sie eventuell die seltene Karte ziehen. Oh Gott, okay, warte mal, ich ziehe jetzt trotzdem mal gerade die Karten, die wir gerade gezogen haben, weil ich glaube, es hat gerade noch, in diesem Moment hat noch niemand was gekauft. Deswegen, wir müssen jetzt schnell aufwachen. Schnell gucken, dass irgendwas Seltenes dabei ist. Nee. Ah, ey, wir haben auch mittlerweile fast 2000 Dollar drauf. Ich werde nämlich gleich eine wichtige Investition machen für unseren TCG-Shop. Auch nicht. Also bisher echt ein bisschen schlechte Karten hier nur drin. Also das... Oh, Bro, bitte. Was ist das hier? Das sind doch komplett die cringe Packs. Junge, sowas brauche ich doch gar nicht. Ja, okay. Okay. Ja, sehr, sehr gut, Leute. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Ich wollte... Oh, Clawwop in Rainbow. Okay, 7 Dollar. Ja, das war jetzt auch die einzig gute Karte, die wir bisher gezogen haben. Komm, bitte. Oh, ich hab's euch gesagt. Hä? Ich hab's euch gesagt. Ey, das kann kein Zufall sein. Das war letztes Mal schon mal so gewesen. Es ist immer eine ultra seltene Karte drin. Werbokarte. 230 Dollar, Leute. Was ist das? Junge, let's go. Okay, das ist crazy. Das ist wirklich... Bro, ich glaube, das Problem ist, jetzt wurden hier gerade schon welche paar Karten gekauft. Ich kann jetzt halt nicht mehr... Ja, ja, es wurden jetzt gerade schon ein paar Karten gekauft. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir müssen halt den Laden wirklich komplett einmal zumachen. Und dann müssen wir nacheinander diese Packs öffnen. Und damit ziehen wir halt wirklich die seltenen Karten. Und guckt euch das an. Wir haben jetzt hier den Werbo, Marktpreis aktuell 230 Dollar. Und ich sage euch, die Karte können wir locker für 300 verkaufen. Locker. Und das ist gerade mal eine Goldausgabe. Also es ist nicht mal eine ultra seltene Karte, es ist eine Rainbow-Goldausgabe. Ist Seltenheitswert okay, sagen wir es mal so, ne? Okay, hier läuft es schon. Unsere Mitarbeiterin hier ist hier gut am Arbeiten. Aber wir müssen den Laden umbauen. Und zwar eine wichtige Änderung werde ich nämlich jetzt kaufen. Und zwar, wir gehen rein... Und wir holen uns jetzt nämlich, warte mal, Leute, wir holen uns nämlich das Lagerregal. Und zwar das hier. So, bam, das Lagerregal. Und das müssen wir, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen umstellen, Freunde. Ich muss mal hier ein bisschen umstellen, das einmal kurz hier, warte mal, so hin, ey, weg da! So hin bewegen, Leute, und dann müssen wir mal gucken, wo wir das Lagerregal hinstellen. Nämlich dieses Lagerregal, ey, aufmachen hier. Da kann nämlich unsere Mitarbeiterin automatisch die Ware reinsortieren. Das Problem ist, ich habe hier keinen... Boah, ich habe keinen Platz mehr. Na, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal. Das ist jetzt gerade richtig schlecht. Das ist richtig schlecht, Leute. Ich muss kurz die Box wieder schließen. Einmal kurz die Box hier hinschmeißen. Und zwar, ich werde jetzt einen Tisch verkaufen. Weil wir haben auch gesehen... Also, warte mal. Wir haben auch gesehen, Freunde. Box zumachen. Ich kann die nicht mehr verkaufen. Okay, der Tisch kommt jetzt erstmal raus. Weil den Tisch brauchen wir prinzipiell nicht. Das Ding ist, maximal 1, 2, 3, 4, 5 Tische werden besetzt. Die anderen Tische werden nie besetzt. Deswegen hatten wir ein bisschen zu viele Spieltische gehabt. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt im Laden. Und da können wir die jetzt auch alle viel besser hinstellen. Einmal weg hier alle. Weg hier einmal bitte alle. So. Ey, ich sag euch, ich glaube, ich werde den Tisch auch noch rausnehmen. Ich werde den Tisch auch noch rausnehmen. Es waren noch nie alle Tische besetzt, deswegen brauchen wir das auch nicht. So, einmal einpacken hier. Einpacken die Kiste und rausschmeißen. So, die beiden Regale, die beiden Tische kommen jetzt erstmal hier hin. Und jetzt stelle ich hier nämlich die neue... Ja. Ich muss mir unbedingt den Raum hier kaufen. Den Raum muss ich freischalten. Und das ist jetzt unser Lagerregal. Und das können wir jetzt nämlich komplett mit Ware füllen. Und deswegen werden wir jetzt eine riesengroße Bestellung machen. Ich werde jetzt alles einmal bestellen hier. Guck mal hier. In den Warenkorb legen.
Dann werden wir das in den Warenkorb legen. Ich hau alles rein. Ich hau alles rein, bis wir 1200 Dollar haben. So. Ja, okay, das wird ein bisschen zu viel. Das reicht. Kaufen wir jetzt alles. Und jetzt können wir nämlich die ganze Ware nehmen, die Kiste nehmen. So, aufmachen und... Hä? Yo! Das ist ja cool! Warte, warte, warte. Wir können ja die ganze Kiste reinstellen. Okay, kurz Licht einmal anmachen. Junge Kollege, du stinkst. Einmal hier keine Welle machen. Dankeschön. So. So, wir brauchen halt die Kiste gar nicht aufmachen. Alles rein. Alles rein jetzt hier. Oh, ich öffne mal das Dingsregal. Das Album. Junge, wie cool ist das? Okay, das ist echt krass gemacht. Und jetzt können wir nämlich unserer Mitarbeiterin sagen, guck mal hier, jetzt kann ich der nämlich sagen, Regale auffüllen. Los, 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 los. Und sie macht jetzt einfach die Regale auf. Ey, Leute, warte mal kurz. Wir haben hier kurz ein Stinker, wir haben ein kurzes Stinkerproblem. Kurzes Stinkerproblem. Einmal hier. Weg mit dir. Und du einmal auch bitte. Weil, und jetzt, guck mal, das ist perfekt. Das ist genau so, wie ich es haben wollte. Alle Tische sind besetzt. Das Problem war gewesen, wenn wir zu viele Tische haben, die setzen sich alle an einzelne Tische ran und spielen nicht. Und wenn die nicht spielen, verdienen wir kein Geld. So verdienen wir jetzt richtig gut Kohle. Und guck mal hier. Was ist das? Das ist Zeitlupe. Das ist Zeitlupe. Ey, was soll das? Das kann doch nicht sein. Ich brauche unbedingt eine neue Mitarbeiterin. Geht gar nicht. So, 8 Dollar einmal Wechselgeld. Bitteschön. Hat noch jemand Ware zu kaufen? Möchte noch jemand irgendwas kaufen? Hallo? So, Spielsessions. Guck mal, Freunde. Der sortiert gerade ein Artikel seit 10 Minuten ein. Besser als nichts aber. Ich sag ehrlich, besser als nichts. So, und die spielt jetzt hier auch nochmal eine kleine Runde. Zack, einmal ansprühen. Und dann werden wir gleich mal gucken, weil wir hatten heute den ganzen Tag Erdbrecher-Turniere dran, ob die Karte gestiegen ist. Der aktuelle Wert der Karte ist bei 1182 Dollar. Ich hoffe, dass sie jetzt am nächsten Tag mindestens 50 Dollar mehr wert ist. Sie muss, weil das ist, Leute, oder ist das eine Erdkarte? Das muss eine Erdkarte sein. Warte mal, ich guck mal gerade kurz. Ich guck mal gerade kurz, Leute. Erdbrecher, Wasserbrecher, Windbrecher, Jahrgang, Silbernes, nee. Nee, das ist richtig, Leute. Also Erdbrecher-Turnier muss auf jeden Fall richtig sein und ihr seht auch, es könnte sein, dass die Polizei heute unseren Laden stürmt. Wir haben aktuell 2200 Dollar Schulden. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus und ich habe meine Rechnungen bis heute nicht bezahlt. Wenn die Polizei heute kommen sollte, machen sie komplett den TCG-Shop dicht. Können wir nichts machen. Dann over. Dann sage ich euch ehrlich, over. Gut, wir lassen den Laden heute mal geschlossen und ich werde mir dieses Pack bestellen. Zackig. So, und da werden wir jetzt uns das hier kaufen. So, und jetzt werde ich jetzt nämlich das machen und werde nochmal eine Full Art ziehen. Also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall eine Full Art rauskriegen. So, wir stellen jetzt alle Sachen hier rein. Zack, 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 zack. So, alles reinstellen. Nämlich, das sind insgesamt immer 32 Booster Packs und die müssen wir jetzt leider einmal alle öffnen. Warte mal, die Mitarbeiterin, Leute, ich will nicht, dass die uns hier irgendwie... Hä? Die lässt... Ey! Junge, ich glaube, ich drehe durch. Die soll uns hier nicht irgendwie zwischenfunken. Deswegen soll die mal kurz ihr... Soll die mal kurz an die Kasse gehen. Ich will jetzt nicht, dass sie uns hier eine gute Karte versaut. Also, das ist jetzt ein komplettes Case, was wir eingeräumt haben. Und da werden wir jetzt die Big Baba Bubu Karte ziehen. Ich hoffe, eine Full Art. Also, es könnte natürlich auch sein, dass wir eine teure Goldausgabe kriegen. Das meine ich. Das meine... Leute, wir müssen immer extra Cases öffnen. Das ist halt komplett. 45 Dollar Full Art Karte. Ne? Ist natürlich jetzt keine Rainbow gewesen oder sonst was. War jetzt keine spezielle Full Art, aber war, ist schon gut. Ist schon ein guter Starter auf jeden Fall. Und ich denke mal, also das Mindeste, was wir kriegen, ist safe eine 200 Dollar Karte. Hundertprozentig. Warte mal, ich wollte gerade gucken, den TCG-Preis. Oh Gott, hab ich ganz vergessen. Warte. Kurz gucken, Leute. Wir machen kurz die Packs auf, dann gucken wir gleich mal den TCG-Preis an, ob die Erdkarten gestiegen sind. So, nee. Silberausgabe, auch gut. Aber hatten wir alles schon gehabt. Haben wir schon alles. Also, das ist hier nichts Besonderes mehr. So, komm, mach auf. Oh! Oh. Nee. Ja, das kann natürlich auch nicht, Leute. Das kann theoretisch das letzte Pack sein. Es könnte... Ist immer noch nicht die Gottkarte. Ne? Dürft ihr nicht vergessen. Ist eine gute Karte. Aber alles über... Also, alles unter 200 Dollar ist halt keine Gottkarte. 145 Dollar, schnell mal nebenbei, ist okay, man braucht sich nicht beschweren, sage ich ganz ehrlich.
keine Beschwerde einreichen. Komm. Zeig mir jetzt mal hier einmal. Ah. Komm. Schade. Ja, okay. Warte. Ich muss kurz gucken, TCG-Preise. Ey, die muss jetzt gestiegen sein. Ah, guck mal, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein... Ah, warte mal, ich bin lost. Das ist doch gar nicht unsere Erdkarte. Das ist unsere Erdkarte. Und das meine ich, Leute. Das meine ich jetzt. Gestiegen um $50. Let's go. Let's go. Und wir werden heute so dicke Turniere noch veranstalten. Glaubt mir, diese Karte werden wir so hoch boosten. Das ist geisteskrank. Nämlich die Erdturniere. Guck mal, wir veranstalten... Das ist doch schlau. Wir veranstalten nur Erdturniere. Die Leute benötigen die besten Erdkarten, um diese Erdturniere zu gewinnen. Und damit wollen sie auch die seltensten Karten kaufen. Und wir haben die seltenste Karte. Deswegen werden wir diese Karte für $1 Million verkaufen. Das ist das Ziel. So, erstmal hier aber erstmal unsere Case-Opening hier einmal machen hier. Ich weiß, die Kunden warten schon. Ist doof, dass wir den Laden jetzt nicht geöffnet haben, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen erstmal das Case öffnen. Weil... Nonplus, überleg mal, wir kriegen jetzt noch eine Full Art Erdkarte. Dann ist Rente. Komplett Rente. Sieht gut aus, aber ist jetzt auch nicht so. Ich dachte gerade, eine schöne Rainbow, Bro. Noch eine schöne Rainbow. Ist es hier das Rainbow Pack oder was? Und. Ah. Komm. Ah, nix. Komm, bitte. Nix da, Leute. Ich hoffe. Oh, Pigny, Bro, warum keine Full Art? Ey, wäre das eine Full Art, wären das $3000 gewesen. Nee. Ja, gut. Leute, der Hit ist noch nicht da. Das ist das Gute. Der Hit ist noch nicht da. Und der Hit wird kommen. Wurmgel in der Full Art. Das ist, also ist nicht der Hit, aber es ist gut. Ey, wie viele Full... Ey, wir haben jetzt zwei Fullerts mittlerweile in dem Case gehabt. Das ist geisteskrank. Guck mal, die Leute warten schon richtig vorm Laden. Okay, wir haben jetzt hier noch die letzten Packs, Freunde. Das sind hier nochmal die letzten 8 Packs. Hier haben wir auch nochmal welche in der Hand. Und da muss jetzt noch die... Ich hoffe jetzt... Hä? $82. Full Art Rainbow muss kommen. Wo ist sie? Komm. Nichts da. Komm. Jetzt ist sie da. 16, 18 ist okay. Ey, aber wie viel? Überleg mal, wir verkaufen das komplette Case, verkaufen wir, keine Ahnung, für $400. Und was wir hier schon für Einzelkarten rausgezogen haben, da sind wir locker drüber. Ach, wir verkaufen das sogar für weniger, Leute. Wir sind so krass im Plus gerade. Das ist geisteskrank, aber... Nee. Okay, gleich kommen die letzten 8 Karten. Die letzten 8 Kartenpacks. Bitte. Ich seh's. Klarwop 120. Stark. Ist aber immer noch nicht die Karte, Bro. Ist immer noch nicht die Karte, auf die ich warte. Ist okay. Das sind okay Karten, Leute. Ja, komm. Ich brauche die Full Art Rainbow. Ansonsten Scam. Die Full Art Rainbow muss jetzt kommen. Die letzten 8 Stück. Okay. Also jetzt muss sie kommen. So. Erstes Pack. Nichts. Kein Problem. 7 Packs haben wir noch. Okay. Nee, leider nicht. Okay. Komm. Gönn. Noch 6 Packs haben wir. Bisher, ich sehe da noch, also ich weiß nicht, ob die $200-Karte jetzt die Karte gewesen ist, die da drin war. Also die beste Karte. Eigentlich nicht. Oder war, wie teuer war die? Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Warte mal, wir gucken gleich mal. Es muss doch noch eine Full Art Rainbow drin sein. Ich dachte gerade. Es
keine Full Art Rainbow drin. Ey, das ist doch fast das letzte Pack jetzt. Ich glaube, das. Oh! Oh! Komm, bitte. Gib mir die Full Art Rainbow. Aber eine seltene diesmal, eine seltene. Nee. Hä? Warte mal. War das jetzt unsere seltenste Karte oder was? $230? Ist natürlich auch extrem gut, aber ich habe irgendwie mehr erwartet, Leute. Ich sag euch, Re-Rap, ich habe irgendwie mehr erwartet. Ich dachte irgendwie... Ey, guck mal, wie viel Full-Arts wir jetzt mittlerweile schon wieder haben. Guck mal hier. Ey, wie geil das aussieht. Passt mal auf, hier. Die machen wir wieder ein bisschen über Marktpreis, weil die Full-Arts sind natürlich extrem beliebt. Ey, das sieht auch so geil aus, ne? Das sieht ja komplett nice aus. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier komplett Full Arts. Das sind alles Full Arts hier. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Boah, überlegt mal, wir hätten hier die komplette Reihe mit Full Arts. Okay, ist jetzt nicht... Ja, ich will mich nicht beschweren, Freunde. Also, die Karte, die wir gezogen haben, ist trotzdem mehr als gut. Ich habe aber trotzdem einen Tick mehr erwartet. Und von den Kartenpreisen, die wir auch gezogen haben, war es eigentlich gut gewesen. Also, ich würde jetzt insgesamt sagen, so von allen Karten bestimmt $1500 oder so waren wir bestimmt dabei gewesen. Oh, sorry, das wollte ich eigentlich nicht bewegen hier. So, warte mal kurz. So, zack, hinstellen wieder. Und dann packen wir jetzt erstmal, guck mal, wie viele seltene Karten wir auch mittlerweile haben. Und die können mal alle gekauft werden langsam. So, $40. Ja, ich will jetzt auch nicht so übertreiben mit den Preisen bei manchen Karten. Die können auch hier für normalen Preis weggehen. Hä? Unter Marktpreis verkaufen wir nicht. Nee. Also unter Marktpreis wird definitiv nicht verkauft. 16, hier. Warte mal. Nochmal unter Marktpreis. Nein. Die Kartenpreise sind alle gestiegen. Alle sind gestiegen. Da können wir nicht hier zu günstig die Karten verkaufen. Warte mal, das war gerade auch unter Marktpreis, glaube ich. Das Ding ist klar, wenn wir unter Marktpreis verkaufen, gehen die Karten schneller weg. Aber wir haben mittlerweile so viel Kohle gemacht und unser LAN ist mittlerweile auch so gut ausgebaut. Da müssen wir nicht so günstig verkaufen. Hier auch ein bisschen so drüber. Guck mal hier. Der Laden läuft, Leute. Unsere Preise sind nicht zu teuer und sind auch nicht zu günstig. Da können wir jetzt erstmal hier die Ware einräumen. Die roten Würfel, Freunde. Ein roter Würfel kostet $21. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber bei uns... Oh, guck mal, hier schön Plüschtier gekauft. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch nochmal Würfel. Kann ich die mal rausnehmen? Danke. Das sind einmal unsere Bestseller hier. Die hier, die laufen nämlich auch sehr, sehr gut. Die sind nämlich nicht ganz so teuer, aber laufen gut. Und die restlichen... Oh Gott, warte mal. Ich habe gar keinen Platz mehr, Leute. Warte mal, ich stelle jetzt erstmal hier rein, dass wir das Paket leer machen können. Junge, was ist hier los? Ey, warte, ey, lass mich hier ran. Ey, jetzt sind hier gerade zu viele Kunden. $12. Wir müssen jetzt hier ein bisschen schneller abkassieren hier. Oh. IX nur, Leute. $20 Karte nur. Schade, Marmelade. Und Wurmgel. Der normale Wurmgel. $12. Einmal zurück, der Herr. Bitteschön. Ich bin jetzt gleich mal nächsten Tag gespannt, wie krass die Kartenpreise nochmal gestiegen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal einen sehr, sehr großen Sprung machen werden bei der Karte hier. Und dass wir bei der Karte... Warte mal kurz, mein Sammelalbum hier gucken. Okay, hier haben wir gerade die aktuellste Seite. Dass wir bei der Karte gleich einen dicken Preisanstieg sehen werden. Und zwar, ich schätze, nochmal $50. Die wird nochmal $50 hochgehen. Und dann sind wir schon bei $1300 fast. Aber vielleicht kauft ihr auch jemand für 5.000. Mal gucken. Turniere laufen aber aktuell nicht so gut. Gut, dann werden wir hier nochmal kurz... Komm, nochmal ein Pack öffnen hier. Ich hoffe... Ja, das ist, Leute, wir müssen immer Cases öffnen. Ich sag euch ehrlich, so random Packs zu öffnen, das lohnt sich gar nicht mehr. Weil es kann halt... Guck mal, es könnte halt sein, wenn ein Kunde ein Pack kauft, da ist die seltenste Karte drin. Das bringt alles gar nichts. Nee. Bringt alles nichts. Nee, schade. Komm, wir werden auch die letzten hier aufmachen. Wir müssen gleich mal gucken, ob die Polizei schon am Kommen ist. Nee, $8-Karten interessieren mich nicht. Ja, interessiert nicht. So, ich werde nur noch Cases öffnen. Ach, komm, schade Marmelade. Unsere Einzelkarten werden wir auch nochmal hier auffüllen. Guck mal hier, wir haben Doppelte. Die Doppelten müssen auf jeden Fall weg. Davon haben wir zwei. So, einmal ran hier. Auch ein bisschen günstiger teilweise. Hier haben wir auch Doppelkarte. So, Einzelkartenständer ist aufgefüllt. Das hier soweit ist auch aufgefüllt. Wir haben alle Plüschtiere.
Und wir gehen jetzt mal kurz rein bei den Bestellungen. Und ich glaube, ich werde mir... Wartet mal. Zubehör. Die Sammelhefte haben wir ja mittlerweile auch. Ich müsste mir eigentlich noch alle diese teuren Deckboxen holen. Weil durch diese teuren Deckboxen haben wir einen günstigeren Einkaufspreis und machen am Ende noch mehr Gewinn. Müssten wir eigentlich investieren, ich sag ehrlich. Ich würde aber gerne den Laden noch ein bisschen ausbauen. Die Frage ist, wir können den Laden noch ein bisschen ausbauen, indem wir das alles hier so ein bisschen enger zusammenstellen. Guck mal hier, Leute. Das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt werden wir uns nämlich jetzt noch kleine Regale bestellen. 1, 2, 3. Und dann haben wir nämlich nochmal deutlich mehr Platz. Guck mal hier. So. Da werden wir nämlich die gleiche Taktik so ein bisschen fahren, die wir daneben gemacht haben. Jawohl. Jawohl, das geht so. Ja, haben wir hier nochmal so ein extra Regal. Ich finde es gar nicht so schlecht. Und das hier. Hier ist alles voll, Leute. Aber hier könnten. Nee. Warte mal. Das müssen wir jetzt mal kurz überlegen hier. Box zu, einmal hinschmeißen hier. Wenn wir jetzt. Das Regal steht eigentlich schon so gut. Oh, er kauft eine Einzelkarte hier. So, jetzt können wir es kurz. Ja, abkassieren einmal bitte schnell. Ich muss den Laden hier umräumen. Sehr gut. So, den stellen wir jetzt. Das passt nicht, Leute. Oder? Nee. Nee. Müssen wir genau so hinstellen. Oh. Warte mal. Vielleicht war das hier. Ah, ich hab eine Idee. Guck mal hier. Ah, das passt auch nicht. Ich hätte sonst gesagt, wir stellen das hier rein. Ey, wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen den Laden upgraden. Ich habe hier gar keinen Platz mehr. Guck mal, ich könnte hier vorne noch was hinstellen, aber wir haben den kompletten Eingang. Ich hätte jetzt gedacht, wir stellen noch hier was hin, aber das passt auch nicht so gut. Ah, das ist doof gerade. Dass der Laden so full gestellt ist. Ja, das passt nicht mehr. Müssen wir hier stehen lassen, sage ich euch ganz ehrlich. Da können wir jetzt noch ein bisschen Ware bestellen und könnten das einräumen. Aber ich brauche jetzt gerade auch mal ein bisschen mehr Geld. Deswegen, Leute, ich lasse jetzt mal den Tag auslaufen. Wir werden mal noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann bin ich gespannt, was wir die Karte hier, Preissteigerungen hinbekommen werden. Da wir mittlerweile auch Strom sparen müssen, Freunde, der Tag ist gleich Ende, machen wir hier gar kein Licht mehr an. Aber wir haben gut Geld eingenommen. Nein, natürlich, wir machen Licht an, weil, ihr seht auch, wir haben die Rechnung immer noch nicht bezahlt. Wir haben jetzt mittlerweile einen offenen Rechnungsbetrag, den wir eigentlich bezahlen müssen von $2,400. Und ich bezahle es nicht. Ich sehe nicht ein, es zu bezahlen. Holt mich doch aus dem Laden hier raus, weil, ich sag euch, es gibt auch gar keine Konsequenzen. Deswegen brauchen wir das nicht bezahlen. Tag ist gleich over und ich sag euch, der Tag lief extrem gut. Sehr viele Leute haben Turniere gespielt, also die Tische waren fast durchgängig die ganze Zeit voll gewesen. Und da wird hier der Kartenpreis... Boah, der muss dick... Er muss steigen, Leute. Er muss jetzt dick steigen. Ich bin zuversichtlich, wir haben jetzt gleich auch die Ladenebene. Mittlerweile fast Level 15. Und das Geile ist, wir können nämlich ab Level 15... können wir nämlich eine wichtige Änderung kaufen. Und zwar die Self-Checkout-Kasse. Dann hätten wir nämlich die Mitarbeiterin. Die würde die ganze Zeit Regale einräumen. Wir haben eine Self-Checkout-Kasse. Und das geht alles viel, viel schneller. So, Tag ist beendet. Ich hoffe, die Kartenpreise sind jetzt gestiegen hier. Komm. Wir haben verdient heute $890. Ist okay. $890. Wir haben ein paar Sachen bestellt. So, und... Warte mal. TCG-Preise? Kleiner Anstieg nur. Das ist aber normal. Also ihr seht, es gibt manchmal kleine Anstiege, manchmal große Anstiege. 2,68 kostet die Karte jetzt. Ja, ist okay. Ist okay, ist jetzt nicht unbedingt das Wildeste. Die Frage, die ich mir gerade nur stelle, Leute, wo wir die Checkout-Kasse hinstellen. Und wir brauchen eigentlich noch ein neues Lagerregal. Guck mal, hier kommt direkt erstmal ein Stinker rein. Gut, wir müssen unsere Mitarbeiterin. Wo ist unsere Mitarbeiterin? Die kommt, wo ist sie? Die soll zur Arbeit. Ach, kommt sie. Schneller! Du sollst zur Arbeit kommen. Und wir machen, guck mal hier. Wartet mal ab. Das wird, Leute. Wartet ab, was hier drin ist in der Überraschung. Ich sag nur eine kleine Überraschung. Zu viel versprochen, 26-Euro-Karte. Direkt zum Anfang 26-Dollar-Karte.
Okay, nix da. Oh, bitte, gib jetzt nochmal was Gutes. Gib jetzt nochmal was Gutes. Silberausgabe, Rainbow. Sehr selten. Hat man auch nicht so oft. Ich habe euch gesagt, da ist auch nochmal ein gutes Pack drin. Das ist hier nochmal gute Booster-Packs hier. Alle bisher fast gefühlt über 10 Dollar. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen Sorgen bereitet, wir müssten vielleicht unsere Einzelkartepreise ein bisschen günstiger machen. Weil Einzelkarten werden gerade so schlecht gekauft. Das heißt, oh, Goldausgabe, sehr gut. Oh. Und was kriegen wir hier noch? Nochmal eine Goldausgabe. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Und, ah, komm, schade. Schade, Marmelade. Ah, ich sag euch, der... Also, das Case war eh schon gut gewesen. Das Case war wirklich sehr gut, da kann man auch nicht meckern. Ah, gut, 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 gut. Ich sag euch, ich glaube, da wird nichts mehr drin sein. Oh, nochmal eine Full Art. Sehr gut. Ah, ist okay. Full Art. Bro, ich drücke mal die falsche Taste hier und dann räume ich direkt die Regale um. Das ist nochmal ein bisschen doof, aber ich wollte eigentlich nämlich die Full Art mir angucken. Ey, wo ist die? Junge, wir haben so... Nee, warte mal, ich wollte gerade sagen. Warte mal. Wir müssen mal kurz nach vorne. 33 Dollar Karte. Okay, ein paar Einzelkarten. Junge, warte mal. Irgendeine teure Einzelkarte ging weg. Yo! Die haben unsere 300 Dollar Karte geholt. Wir haben 1800 Dollar auf dem Konto. Und das heißt, wir können uns gleich die Self-Checkout-Kasse leisten. Oh mein Gott. Guck mal, wir haben 2000 Dollar. Und das werden wir uns nicht holen. Laden ist auch gut aufgeräumt. Ist auch gut voll. Gut, wir müssen warten, bis wir Ladenebene erreicht haben. Aber das sollte eigentlich relativ zügig gehen. Und dann haben wir wirklich in den Simulator alles freigeschaltet, was es aktuell gibt, ne? Dann müssen wir wirklich auf das neue Update warten. Oh, wie viele Leute waren hier gerade? Wie viele Leute haben hier gerade gespielt? Turniere gespielt? Schade, dass wir das nicht mehr einräumen können, aber so ist das halt. Schön mal abkassieren hier. Gut, wir müssen warten. Boah, ich sag euch hier im Laden, Leute, ist so viel los. Ey, wir müssen erstmal hier ein bisschen nachräumen. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ich sag euch, wir kriegen leider gerade echt wenig XP für die nächste Ladenstufe. Wir haben jetzt 2600 Dollar und überleg mal, was wir noch für Karten haben, ne? Also, das ist ja... Guck mal hier, ich habe noch hier meine unsere 5000 Dollar Karte. Soll ich mal spaßeshalber 1500 machen? Vielleicht kauft die ja für jemand für 1500. Kann ja sein. Ey, da hätten wir so viel Kohle. So, hier haben wir auch nochmal blaue Würfel. Müssen wir auch mal nachräumen. Der Shop läuft. Der Shop... Oh, die blauen... Obwohl, die blauen Würfel geht gerade. Also, kein Platz mehr. Warte mal, die müssen wir vielleicht hier an der Seite nochmal einräumen. Okay, wir haben eh keine Artikel mehr drin. Ja, weg damit, Leute. Ist egal, da war noch was drin, aber wir sind reich. Wir sind reich, das interessiert nicht. So, Licht an. Die Schulden, 2600 Dollar. Passt. Schön, guck mal hier. Tische sind wieder drei Stück voll. Turniere werden gespielt. Die Karte wird steigen. Die Karte steigt. Leute, wenn ihr mehr vom TCG-Shop-Simulator sehen wollt, lasst Like und Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.